Ja, Frau Volz, ich bin jetzt praktisch im Ende meines Studiums, beziehungsweise so kurz nach meinem Studium. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht so wirklich, wie geht's weiter. Was brauche ich denn, was muss ich mitbringen, wenn ich so eine Beratung machen möchte? Und wann macht eine Beratung überhaupt Sinn für mich? Also das, bei mir ist immer so die Nervosität, ist die Idee so gut und könnte jemand anderes auf die Idee kommen und mir die wegschnappen? Dann würde ich mir überlegen, während dem Studium alle Kraft schon reinzusetzen und sich eher Leute ins Boot zu holen, die einem ergänzend zur Seite stehen für die Punkte, die man nicht selbst beantworten kann. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, der klassische Weg nach dem Studium erstmal ein bisschen Praxis und dann darauf aufbauen und zu sagen, ich nehme mir vor, 2 Jahre zu arbeiten und dann mich selbstständig zu machen mit der Idee. Komme ich dann an so Förderung? Weil ich überlege mir jetzt, ich bin jetzt im Studium beziehungsweise nach dem Studium, habe noch nicht viel Geld verdient, möchte aber trotzdem meine Idee irgendwie auf den Markt bringen, möglichst professionell, möglichst, dass es auch einschlägt wie eine Bombe, so wie ich mir das auch vorstelle. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich an so Unterstützer, zu Unterstützungen kommen soll. Also da gibt es einmal, die IHK ist immer so eine erste Anlaufstelle. Dann gibt es jetzt die ganzen Kreativzentren, das finde ich auch richtig gut für kreative Gründung. Da gibt es Erstgespräche, auch kostenlose Erstgespräche. Ich mache auch Strategie- und Innovationsgespräche, die sind gefördert. Da hat man oft einen kleinen Eigenanteil, aber da wird auch einiges gefördert. Und hier in Baden-Württemberg gibt es eine Institution, die ist nur dafür zuständig, geförderte Beratungen zu verteilen. Also die weiß genau, für wen ist welches Paket das richtige. Das ist RKW Baden-Württemberg, sitzen in Stuttgart, haben für jedes größeren Ort in Baden-Württemberg einen Ansprechpartner. Und mit denen redet man, macht einen persönlichen Termin und die machen auch die ganzen Formalitäten. Also ich bin dann die Ausführende, die die Beratung macht, aber alles andere läuft über die Institution oder über die jeweilige, ob das ein Innovationscoaching ist, ob das BAFA überregional ist. Bin auch zum Glück überall zertifiziert, kann das auch überall anbieten, auch überregional. Aber das läuft komplett über Institutionen. Und Sie dann sagen, es macht Sinn, auch die Beratung vielleicht in Anspruch zu nehmen, wenn man schon vielleicht 2 Jahre auf dem Markt ist, dass man jemanden hat, der einem auf die Finger schaut oder so ein Nachgesprächen sozusagen? Ja, also was mich sehr freut ist, dass sich bei mir auch viele Stammkunden entwickelt haben. Die wissen, dass ich die Grundidee vom ersten Moment kenne und dann trifft man sich 1-2 Mal im Jahr und guckt einfach, was ist der nächste Weg. Ich habe jetzt jemanden, der will international expandieren, der andere geht jetzt das erste Mal auf eine große internationale Messe, der eine will eigene Läden aufmachen. Das heißt, ich bin von der Grundidee drin, habe die Entwicklung gesehen und dann kann man sagen, okay, mehr Produkte, ein anderer Markt, eine andere Messe, internationale Expansion, Online-Shop. Dann sieht man einfach die nächsten Steps. Und ich finde das ganz gut. Ich selbst hatte auch einen Coach, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich habe das auch die Jahre danach, gerade die Existenzfestigung, die wird meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt. Die 2-3 Jahre nach dem Start, die sind so schwierig. Und da entscheidet jede Weichenstellung, packe ich es oder packe ich es nicht. Und dafür gibt es leider weniger Förderung. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde die Existenzfestigung fast noch wichtiger, weil ich einfach sehen muss, dass ich irgendwann davon leben kann. Dass sich die Anstrengungen auch echt gelohnt haben. Also so, ich finde, das eine ist ja schön, seine Idee umzusetzen, aber das andere ist ja auch, dass man irgendwie mal einkaufen gehen will oder sich eine Freude machen will.